Hallöchen, da sind wir wieder. Noch vor der Zeit sind wir aus der Pause zurückgekehrt. Ja, wir sind um 22 Uhr wieder da. Jetzt ist es sogar 22.01 Uhr, sagt meine Uhr. Meine sagt noch 59, aber ich glaube, die geht nach. Ah, was ist denn das für eine Uhr? Ja, die geht nach. Computeruhr sagt eins nach. Ja, ich habe hier so eine lustige Uhr, die auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Ja, ja. So eine Interpretation der Gegebenheiten. Genau. Und ja, die war günstig und die verliert so in einer Woche so 2-3 Minuten. Ich habe ein Experiment. Muss ich mal gerade... Ja, grade... zeig mal. Ich zeig mal. Zeigen Sie doch mal. Was haben Sie denn für ein Experiment vorbereitet? Oh. Jemand mit mehreren Kamerai. So, machen wir mal hell und so. So. Also kann man gut sehen bisher. Kann ja fast nichts passieren. Wer unsere Experimentenhistorie kennt, weiß, dass das noch nichts zu sagen hat. So, hier die böse Flasche. Beschreibst jetzt nicht, was du tust und wir raten, oder was? Nein, ich habe Wasser in das Glas eingefüllt. Und jetzt, das weiß man ja nicht. Jetzt werde ich hier dieses unglaublich wissenschaftlich wichtige Gerät hier nehmen und langsam Salzwasser einfüllen. Das Gerät ist ein Trichter, kann richtig. Das sein? Ja. Ein wissenschaftlicher Trichter? Ist aus dem Baumarkt. Aber das heißt nicht, dass es nicht wissenschaftlich sein kann. Ich wollte was sagen. Viele gute wissenschaftliche Dinge habe ich schon aus interessanten Quellen bezogen. Zum Beispiel meine Mikroskopproben Geschichten. Das war immer, wenn Rossmann wieder Nagellack im Angebot hatte. Weil Glitzernagellack ist der beste Nagellack, um Mikroskopieproben zuzukleben. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier geht es jetzt um Salzwasser. Wasserbasiert. Man kann es schon sehen. Ja, und Fokus. Muss ja irgendwas dahinter. Habe ich hier irgendwas, was mal... Einen kleinen Blauwal könntest du dahinter stellen. Hast du keinen Blauwal am Müll? Was? Nein, ich habe gerade keinen Blauwal zur Hand. Warte. Ein Dugong wäre auch spitze. Ein Dugong wäre spitze. Ich habe hier aber einfach das hier. Baseball hat auf jeden Fall meinen Humor. Danke für diesen Kommentar. Julias Buch kannst du dahinter stellen. Fockaffe hat hochwertige Ideen. Julias Buch liegt sich dann unten neben meinem Bett. Er schläft mit Julias Buch ein. So, hier mit ohne Licht ist noch besser. Beziehungsweise ich könnte einfach mal. Aber jetzt nicht da irgendwas mischen, oh Gott, das ist nur die Kamera, die sich bewegt, oder? Ja, ist nur die Kamera, ja. Die sich bewegt. Alles Digga. Gut. Ganz ruhig. So, und ich habe mir ja, gut. Vorbereitet. Sieht ganz toll aus. Ja, ein bisschen grüne Milch mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Nicht gewartet, bis die Milch grün wird. So, und jetzt tropfen wir das mal nicht daneben, sondern da rein. Es ist an Schönheit kaum zu überbieten. Ja, aber ich muss sagen, André, grün ist nicht gut. Nee. Blau oder rot ist besser, weil das Grün sieht man immer gar nicht. Schaut dann eigentlich weiß aus. Ja, aber stimmt. Mehr rein. Sehe ich jetzt auch. Mehr. Ja, ist ja gut. Mehr kommt.
Einer geht noch, einer geht noch Ja. rein, Ja. einer geht noch. Ja, leb dich aus. Wer rührt denn da? Ich. Jetzt ist okay, glaube ich. Mhm. Weil das hebt sich jetzt kontrastmäßig nicht so raus, weil das Grün untergeht, leider. Ja, leider. Und weil die Kamera nicht vernünftig einen Fokus findet. So Jetzt geht's. hat sie. Ja, jetzt Ja. hat sie ihn. Muss mich einfach weniger bewegen. Es fällt mir so schwer. Genau. Das ist das Cloud Tank Experiment. Julia hat das irgendwann mal herausgesucht. Und was ich gemacht habe, ist unten drunter habe ich halt Salzwasser geschichtet unter das normale Leitungswasser. Und jetzt habe ich die gefärbte Milch reingetan und man sieht, dass sich Salzwasser und das normale Leitungswasser nicht einfach so miteinander vermischen, sondern dass tatsächlich eine Schicht dabei entsteht. Und das ist ein Mechanismus, der direkt zusammenhängt mit dem Golfstrom, beziehungsweise auch mit der AMOC. Das ist die Meridional Overturning Circulation, der große Meeresströmung, zu dem der Golfstrom auch dazugehört. Weil Meeresströmungen generell funktionieren so, dass in den Tropen und Subtropen die Oberfläche vom Meer halt aufgeheizt wird und es verdampft Wasser, das Salz bleibt zurück. Das heißt, man erhöht leicht die Salzhaltigkeit oder wie ist das Fachwort? Salzgehalt. Ja, Man Salzgehalt. nennt es Salinität. Salinität. Salinität, Salinität. genau. Salzgehalt und das Wasser wird aufgeheizt. Das heißt, es ist warmes, wärmeres Wasser, das dann nach oben strömt. Oder was heißt nach oben? Ich habe hier doch mal lustiges Bild. Du hast da einige Bilder am Start. Die Ja, sind ja ja. unterschiedlich bunt. Ich mache das mal, damit man das hier noch sehen kann. Hier ist mal so ein, hier unten ist der Golfstrom, der nach oben hier geht. Der hier heißt eigentlich nordatlantischer Strom, der hier oben dran lang Eben. geht. Und der ist tatsächlich halt salzhaltiger und warm. Und hier oben im Nordpolarmeer, so östlich von Island, weit nördlich von England. Also auf dieser ganzen Strecke gibt der seine Wärme ab und sorgt für das milde Klima, was wir in Europa haben. Und wenn er dann seine ganze Wärme abgegeben hat, das ist übrigens wirklich krass viel Wärme, an einem Tag so viel. Stichwort Weinanbau. Ja, genau. Stichwort Weinanbau. Richtig. Das ist halt tatsächlich in Irland möglich ist, dass man Wein anbauen kann. Das ist so viel Energie an einem Tag, wie ein durchschnittliches Atomkraftwerk in einem Jahr produziert. Energieäquivalent. Aber da wird auch sehr, sehr viel Wasser transportiert. Mehrere Millionen, ich glaube 30 Millionen Badewannen pro Sekunde durch den nordatlantischen Strom. Das ist richtig, richtig viel. Und es kühlt sich ab, ist dann halt nicht mehr warmes, salzhaltiges Wasser, sondern kaltes, salzhaltiges Wasser. Und wenn Wasser salzhaltig ist, wie man hier in dem Experiment sieht, das salzhaltige Wasser hat sich unten abgesetzt. Und das ist genau die Triebfeder dieser ganzen Meeresströmungen oben im Nordpolarmeer. Es fängt halt an abzusinken, weil das salzhaltige Wasser ist dichter. Und fällt dann quasi in die Tiefe und da oben in dieser Grafik, die man da sieht, ist es halt so gemacht, dass halt die Tiefenströme in blau dargestellt sind. Das sind kalte, salzhaltigere Tiefenströmungen, die halt dann nach Süden zurückströmen. Also, weiß nicht, 3000 Meter oder 3 bis 4000 Meter Tiefe, so ungefähr in der Ecke. Strömen die halt nach unten zurück. Und es gab ein Paper,
Ich tue mal hier diesen Ordner weg, der schränkt mich gerade irgendwie ein. Und mach mal die andere Kamera wieder. Hallo. Und es gab ein Paper, Hi. Da schalte ich mal auf das Dingen. Wo habe ich das denn? Da. Das ist in Nature Climate Change erschienen vor ein paar Monaten. Ich glaube im August oder August. Ja, August 2021. Heißt Observation-Based Early Warning Signals for a Collapse of the Atlantic Mediterranean Overturning Circulation. Das ist dieses, was ich eben gesagt habe, das AMOC. Das ist dieses ganze System, was im Atlantik vorherrscht und dieser nordatlantische Strom, der halt bei uns für das warme Klima sorgt, gehört damit zu. Und was die Wissenschaftler da rausgefunden haben, ist, wir haben sehr, sehr viele Analysen gemacht und das ist halt total schwierig, das alles auseinanderzunehmen. Also hier geht es um, ne, das noch nicht, aber hier geht es dann um die Meeresoberflächentemperatur, den Salzgehalt und die Variabilität in diesen, die haben insgesamt 8 verschiedene Parameter untersucht und haben versucht, Frühwarnparameter herauszufinden, weil, ich lass mal, diese Weltkugeln sind irgendwie ganz schön. Aber das ist zu kompliziert, das zu erklären. Ich bin wirklich nur halb an dem Paper dran lang also Robert? Ja, geschrappt. Geschrappt, genau. ich habe es nicht komplett verstanden. Ich bin kein Klimaforscher und das, was sie in dem Paper aufschreiben, ist halt sehr, sehr komplizierte Geschichte. Es ist ein Review. Und die haben verschiedene Analysemethoden zusammengepoolt und daraus dann Statistik gemacht. Das ist kompliziert. Aber was sie zeigen konnten, oder dieser eine Wissenschaftler, der das geschrieben hat, hat eine Theorie entwickelt. Also es gibt Hinweise darauf aus alten Funden, Sedimentablagerungen und daraus kann man dann zurückrechnen, wie Temperaturen vor Jahrhunderten und so weiter waren, dass diese Meeresströmung 2 Zustände hat. Das ist erstmal ihre Hypothese. Also es gibt nicht quasi, es gibt die Meeresströmung und dann gibt es sie nicht, sondern dass sie einen starken Zustand hat und einen schwachen Zustand. Und so wie es jetzt aussieht, bewegen wir uns, das sind die ersten Ergebnisse aus diesem Artikel, bewegen wir uns quasi immer noch in dem starken Strömungszustand. Aber es sieht so aus, als ob bald ein Kipppunkt erreicht sein könnte, dass halt quasi diese Meeresströmung, diese atlantische Meeresströmung, umschaltet in die schwache Strömung. Schwach, wie das dann genau aussieht, weiß man noch nicht. Aber auf jeden Fall hat der große Eintrag von Schmelzwasser im Nordpolarmeer, also Abschmelzen der Gletscher, Grönland, Island und so weiter und so fort, dazu geführt, dass an dem Salzgehalt im Meer und auch an den Temperaturverhältnissen ein bisschen gedreht wurde. Und das sorgt dafür, dass diese Triebfeder, also tatsächlich nur der Unterschied im Salzgehalt, oben im Nordpolarmeer tatsächlich abgeschwächt wird. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil wenn oben im Nordpolarmeer Wasser abschmilzt, dann sollte das ja eigentlich das Wasser ein bisschen verdünnen, also den Salzgehalt erniedrigen, sodass das salzhaltigere Wasser, was warm nach oben kommt, eigentlich besser absinken kann. Aber, ich habe ja eben schon gesagt und wir haben es im Experiment gesehen, salzhaltiges und salzarmes Wasser vermischen sich nicht zwangsläufig. Das heißt, das Schmelzwasser bildet ein eigenes System, was in das Meer hineinfließt. Und das kann halt zu Störungen führen. Und das ist so ein erster Ansatz, der auch in dem Paper kurz besprochen wird, aber sie haben halt irgendwie 8 Parameter, wie man den diesen atlantischen Strom beobachten kann, festgeschrieben und alles, was sie ausgewertet haben, wovon es irgendwie Messdaten gibt, deutet darauf hin, dass die Geschichte halt auf einen Kipppunkt zusteuert, wo es einen schwächeren Strom gibt. Und wenn der Strom schwächer wird, wie es genau aussehen könnte, weiß man nicht genau, aber
Im schlimmsten Fall bricht eventuell dieser warme Meeresströmung ab und macht vorher eine Kurve oder fällt vorher runter, also in tiefere Wasserschichten, sodass weniger Wärme nach Nordeuropa transportiert wird. Dann ändert sich unsere komplette Großwetterlage, die wir in Westeuropa haben. Und ja, dann wird es hier längere Winter und kürzere Sommer geben. Grob gesprochen, das habe ich jetzt, also das schreiben die jetzt nicht in dem Paper, das schlussfolgere ich jetzt aber, daraus. André, ich muss dir da, glaube ich, gerade kurz reingrätschen. Grätsche, bitte. Also wegen dem, also du hast ja das warme, salzhaltige Wasser, das kommt aus dem Golfstrom in den Norden. Ja. Und da kühlt es ab. Und weil es abkühlt und so salzhaltig ist und dann so dicht wird, fließt es nach unten. Und deswegen ist das Süßwasser, das kommt, das eben vor allem vom arktischen Eis, das abschmilzt, vermischt wird, macht das Problem, weil das eben das, den Salzgehalt reduziert. Ja. Und deswegen hast du dann nicht mehr das. Achso, dann hast du nicht das, dann hast du nicht das Ab, das, das, Das Absinken wird, genau, das wird erschwert, weil eben das Wasser dann nicht mehr so salzhaltig ist, weil das ist quasi die Kombination aus, es ist sehr salzhaltig, dann wird es noch kalt und dann stürzt das quasi wie so ein Wasserfall runter. Achso, dann hat es, dann gibt es durch die Gegenströmung, gibt es die Möglichkeit, dass sich das dann an der Oberfläche vermischt und diese Triebfeder, dass es nach unten stürzt, nicht mehr gegeben ist. Genau. Alles klar. Genau. Okay. Genau. Ja, dann, und dadurch dieser Sog nicht mehr passiert. Ja. Durch dieses Abstürzen kriegst du ja auch einen Sog, weil eben alles im Meer miteinander verbunden ist. Und Wasser, wie ein Gas oder so, auch mit der Flüssigkeit, da muss ja immer was nachkommen. Also wenn du irgendwo was wegnimmst, dann kommt das ja nach. Und genau. Ich will noch kurz was vorlesen von dem Autor, der das geschrieben hat, nämlich Niels Börs. Niklas Börs, genau. Der sagt, ich hätte nicht erwartet, dass die zusätzliche Menge an Süßwasser, die im Laufe des letzten Jahrhunderts in den Ozean flossen, bereits eine solche Reaktion des Amok hervorrufen würde, sagt Börs. Wir müssen unsere Modelle dringend mit den vorliegenden Beobachtungen in Einklang bringen, um zu beurteilen, wie weit die Amok tatsächlich noch vom kritischen Schwellenwert entfernt ist. Auch wenn die jeweiligen Bedeutungen der verschiedenen Faktoren noch weiter untersucht werden müssen, stehen sie mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel in Verbindung. Soweit die Pressemitteilung und the paper zeige ich euch hier. Da ist es zum Runterladen, beziehungsweise ich schmeiße es auch mal. Es ist leider Closed Access. Das heißt, es ist nicht frei verfügbar. Aber es gibt ja Mittel und Wege. Sicherlich, ne? Zu helfen. Ja, genau. Es gibt ja Mittel und Wege und auf keinen Fall solltet ihr Sci-Hub benutzen, weil das ist ja, das ist nicht gut. Wir hören immer wieder, dass Sci-Hub ja den Verlagen, freundlicherweise Geld von den Wissenschaftlern nehmen und da unglaubliche Mengen und dafür dann die wissenschaftlichen Artikel hinter eine Paywall packen, dass Sci-Hub diesen Verlagen wehtut. Deswegen benutzt auf keinen Fall Sci-Hub. Ich habe jetzt einfach mal das verlinkt. Ja. Das und das mit dem Experiment. Ja, du musst aber zu dem Experiment noch sagen, André, woher das eigentlich kommt. Erzähl. Ich mach noch mal die Kamera an. Also ich bin da quasi zufällig drauf gestoßen, irgendwie im Internet, wenn man halt so im Internet verloren geht. Es ist eigentlich kein wissenschaftliches Experiment, sondern dieser Cloud Tank wurde benutzt, um Wolken darzustellen im Film. Und zum Beispiel bei Independence Day, wenn das UFO aus den Wolken rauskommt, das ist tatsächlich in so einem Cloud Tank gemacht. Also das ist eben eigentlich einfach nur Milch oder irgendwelche Farbe, die da im Wasser getropft wurde. Aber natürlich in so riesigen Tanks. Aber ich muss dazu sagen, und ich dachte mir halt dann so, geil, Wasserschichten kann man noch irgendwie nutzen für den Golfstrom. Das ist ein cooles Experiment. Aber was ich eigentlich am geilsten fand, war, ihr habt ja gesehen, wie André das gemacht hat, eben einfach erstmal das Süßwasser drauf und dann eben mit so einem Strohhalm-Trichterschlauch einfach das schwere Salzwasser rein, dann schichtet sich das so. Auf die Idee ist in Hollywood nicht jemand gekommen, sondern die haben diese riesigen Tanks genommen, haben dann
das Salzwasser reingefüllt, haben dann so Folien über das Salzwasser gelegt und haben dann ganz langsam, ganz vorsichtig das Süßwasser obendrauf gefüllt und mussten dann ganz schnell die Folie rausziehen, damit eben die Ebenen bleiben. Und es war irgendwie super tricky und so. Und ich habe mir das angeguckt und war so, hä, warum macht ihr nicht mit dem Schlauch einfach das Salzwasser unten rein? Ja, auf die Idee kam keiner. Aber ja, wenn ihr Cloudtanks angucken wollt, gibt es auch bei YouTube-Videos, Ja, wo sie und das wir eben haben sehr, sehr eine kompliziert machen. Experimentanleitung. Wir haben auch eine Experimentanleitung auf unserem Blog. Das stimmt. Genau. Und man kann das auch, weil ich habe es hier, glaube ich, bei Instagram. Ja. Guck mal. Mal ich schmeiß mal. sehen. Bei Instagram haben wir auch ein Video und da kommt Ja. nämlich gleich Farbe rein. Ja, bleib so. Wenn es jetzt ein richtig tolles Video ist, dann kommt das jetzt gleich. Ja. Yeah. Rot ist schon besser. Schön. Einfach schön. Ja. Schön. Ja, das Ach waren ja. in Hollywood mit Sicherheit Zauberer. Was? Entschuldigung. Ja, ich bin immer noch, mir ist unbegreiflich, dass niemand auf die Idee kam. Das ist Das bestimmt irgendwas mit Siegfried und Roy. Und eigentlich wollen sie noch einen Tiger da irgendwo draufstellen. Mega gut. Ja. Ja, ich habe auch noch eine Story, inspiriert vom letzten Stream. Erzähle ich sie Also euch. inspiriert von euch. Ja, genau, inspiriert vom Chat im letzten Stream. Und zwar geht es um einen Mann, Jim Lovell. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Kennt ihr Kein den Mexikaner, Schauspieler? ne? Nee, Nein, kein es ist nicht der Mexikaner, tote Amerikaner. Mexikaner. Nee. Nicht googeln, André. Ich erzähle die Geschichte. Jim Lovell Nicht, ist nicht. der Apollo 13 Kommandant. Hast du das gerade gegoogelt oder wusstest du das? Nee, ich habe Apollo 13 den Film bestimmt 20 Mal gesehen. Okay. Ah, hier ist Spaceballs. Genau, auf jeden Fall der Mann 1953, Koreakrieg. Er war Pilot und ist dann auf dem Rückflug zu seinem Flugzeugträger, hat er ein Problem bekommen. Und zwar, weil irgendwie die Radiowelle, die er benutzt hat, wurde irgendwie auch an Land von jemandem benutzt und dann wurde er in die falsche Richtung gelotst. Und er hatte irgendwie seine Koordinaten oder so auf dem Schoß, auf so einem Brett. Aber er konnte es immer so schlecht lesen und deswegen hat er sich so eine kleine Taschenlampe gebaut, damit er das besser lesen kann und hat die quasi eingesteckt, um Strom zu kriegen. Und damit hat er halt einfach die Sicherung rausgehauen und es ist halt einfach alles, seine ganzen Instrumente, das Licht ist ausgegangen, alles war Schrott. Und dann war er da im Dunkeln, er konnte seine Instrumente nicht mehr wirklich sehen, so, er hat noch so eine kleine Taschenlampe gehabt und wusste nicht, wo sein Flugzeugträger ist. Und dann hatte er aber tatsächlich eigentlich das Glück, dass seine ganzen Instrumente ausgegangen sind und kein Licht mehr war, weil als er dann auf den Boden oder auf das Meer geguckt hat, hat er nämlich dann so einen grünen Schimmer im Wasser gesehen. Und das waren die nicht fluoreszierenden, biolumineszierenden Algen- und Dinoflagellaten, die der Flugzeugträger aufgewirbelt hat mit seinem Propeller und dann konnte er tatsächlich dem Schein der Algen folgen und hat so den Flugzeugträger gefunden und hat es dann trotzdem noch geschafft, auch sein Flugzeug darauf zu landen beim zweiten Versuch. Also das war alles ziemlich knapp. Und ja, und ist dann eben, ich glaube, 10 Jahre später war er dann eben Kommandeur bei der berühmten Apollo 13 Mission, wo nicht gesagt wurde, Houston, wir haben ein Problem. Wurde es nicht? Nee, sondern es wurde gesagt, okay, Houston, we've had a problem. Das wurde Okay. gesagt. Okay. Alles klar. Ja, und die Geschichte, die er erzählt, Sehr. kommt auf jeden Fall auch im Film Apollo 13 vor. Tom Genau, Hanks. und im Chat, genau, und im Chat letzte Woche wurde eben gesagt, hatte jemand so, ich dachte, biolumineszierende Algen werden von Piloten benutzt, um auf Flugzeugträgern zu landen. Und das ist nicht der Fall, aber es wurde tatsächlich einmal benutzt, in einem glücklichen Moment, weil du kannst das sonst eben, wenn die Lichter nicht ausgegangen wären, hätte er das gar nicht sehen Ja. können. Also wenn er Licht gehabt hätte in seiner Kabine, dann hätte er das gar nicht sehen können, weil der Schein dann eben doch so schwach ist, dass das nicht den ganzen Flugzeugträger bescheint. Und der Flugzeugträger hatte halt kein Licht an, weil halt eben Krieg war, damit er nicht entdeckt wird von den Feinden.
aber ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Oh. Das führt mich zu zwei Assoziationen, die damit teilweise total überhaupt nichts zu tun haben. Das eine ist, dass die Blauwale auch Schwefelbäuche genannt worden sind, weil die von der Färbung her am Bauch so weiße Flecken haben. Aber wenn die im Polarmeer unterwegs sind, dann kleben da Kieselalgen dran und dann wird es so schweflig gelb. Mhm. Zum Thema Verfärbung durch Algen. Und als ich Jim Lovell gehört habe, und ich bin kein Apollo 13-Gucker, ist mir sofort Kermit Love eingefallen, der euch vielleicht nichts sagt. Nee. Das ist ein ganz toller Puppenspieler von den Muppets gewesen. Und der hat tatsächlich auch mit Kermit was zu tun gehabt, also dem Frosch. Aber war nicht der Namensgeber, obwohl man okay. das ja denken könnte. Ne? Ja, schon ja. ungewöhnlich. Weil Jim Lovell und Kermit Love ist so in meinem Kopf ganz nah beieinander. Okay, genau. Ja. Muss ich kurz noch. Hast du nicht gesagt, zwei Assoziationen? Ja, ja. Habe ich ja auch gesagt. Einmal was mit Puppen und einmal was mit Kieselalgen. Okay. Ah, ja, schon, so war Geschichte. Mhm. Mhm. Okay. Hatte ich auch erwähnt, dass ich mega müde bin irgendwann. Hast du erwähnt, ja. Hm. Hast du haben wir noch irgendwas? Hast du irgendwie erwähnt? Ja, ich habe noch, ich habe es auch angekündigt. Ich habe noch was. Ich habe Walrosse aus dem Weltraum. Du hast was? Walrosse aus dem Weltraum. Ah, wo ich mit Julia beim letzten Mal ja sehr viel auch über Walrosse geredet habe. Mhm. Ja. Und dann die Frage kam, ob es nicht Walrösser heißt. Und ich immer Walrosse gesagt habe. Und beruhigenderweise darf man beides sagen. Okay. Ich sage Walrosse. Walross from Space ist eine, ich habe hier mal eine WWF-Seite aufgemacht, die schmeiße ich auch mal ganz fix in Chat. Ja, ist vom WWF, ist ein Citizen Science Projekt. Leider auf Englisch nur, also man kann es jetzt nicht auf Deutsch umstellen oder sowas. Und die Idee ist, auf Satellitenbildern, wo es Hunderttausende von gibt, Walrosse zu finden. Und du wirst halt geschult quasi. Dir wird gezeigt in diesem Projekt, wie das funktioniert. Und dann geht's los, dass du Walrösser oder Walrosse suchst. Ja, hier sind noch ein paar schöne Walrosse abgebildet. Und ja, warum? Also Walrosse sind ein guter Indikator für den Klimawandel. Walrossbestand ist schwer zu tracken. Ja, deswegen machen sie das. Und es gibt halt super viele Bilder, die man durchgucken muss. Und sie haben halt ein Bürgerwissenschaftsprojekt draus gemacht, sodass jeder quasi dran teilnehmen kann. Und kurze Frage, hast du das gespielt schon? Ja, spielen kann man das nicht so richtig. Ich habe es vorbereitet. Hier sind wir im Walrus Search Training. Okay. Und jetzt gucken wir uns das an. Ich bin naja sehr interessiert an den Walrossen. Julia und ich haben naja schon mal drüber gesprochen. Da waren ja zwei Kandidaten, die hier in Nordseegebieten rumgeturnt sind. Okay. Ob man die auch vom Outer Space so. Gucken wir uns mal an. Jetzt lernen wir erstmal das kennen. Also hier, wir haben ein Bild. Die Bilder, die es gibt, sind immer irgendwie 200 Meter mal 200 Meter. Und es sind knapp 600.000 Bilder, die durchgeguckt werden müssen. Und genau, und wir sollen uns das angucken. Also, nächstes. Wir können da reinzoomen und auch hin und her wischen und so eine Scherze. Sieht mir jetzt schon viel zu warm aus, wie für als wäre da. Also das ist so, sieht so aus wie so ein richtig warmer Strand. Und wir haben sieht aus wie so Schildkröten, die da liegen. Ja, eben. Ja, gucken wir uns mal an. Könnte auch Tang sein oder sowas. Ja, es ist irgendetwas außer Walross. Das sind gigantische Schildkröten. Es sind mega große Schildkröten. Ja, und wir können halt auch. Ich schätze es auch. Entschuldigung, du hast es nicht mehr mit ganz, also wir sind nicht mehr so richtig zurechnungsfähig, André. Ja, ist nicht schlimm.
Also man kann mit diesen Dingen halt rumspielen und soll, also das jetzt erstmal, um kennenzulernen, wie man die Dinge findet. Ich möchte sagen, ich sehe dort kein Walross. Genau. Benutze die Knöpfe unten, ob in dem Bild Walrösser sind oder nicht. Wenn ja, das ist ja doch Walrösser. Entschuldigung, er hat fünf Walrosse gesagt, jetzt hat er Walrösser gesagt. Ja. So. So, wir können uns jetzt man kann beides sagen. Ich weiß, aber er hat sich eigentlich zu Walrosse bekannt und jetzt sagt er Walrösser. Und das ist mir aufgefallen, obwohl ich in so einem bereits sehr degenerierten Zustand bin. Okay, und jetzt kriegen wir hier nochmal so ein bisschen Tipps zum Walross finden. Also, kannst du die Küstenlinie erkennen, wenn das Bild nur die See ist oder nur Land, wirst du wahrscheinlich keine Walrosse sehen. Drucke dann keine Walrosse anwesend. Das ist ganz toll. Siehst du da, da steht No Whale Ross Present und es gibt, Entschuldigung, ich mache ja richtig, also ich liebe ja Kunst, es gibt The Artist is Present. Das ist ein ganz berühmtes Kunstprojekt und das ist, finde ich, sehr schön, dass sie einen verwandten Satz dort verwenden. No Whale Ross Present ist so ähnlich wie The Artist is Present. Würde euch jetzt nicht sagen, das ist der Unterschied zwischen Kunst und Naturwissenschaften, aber es gibt Schnittmengen, zum Beispiel hier in dem Satz. Ich bin begeistert. Entschuldigung. Ich muss ins Bett. Okay. So, Walrosse sind sehr klein. Walrosse verändern die Farbe. Was? Ja, Walrosse vary from a reddish brown to a pale brown. And if they have just come out of the cold sea, they will look gray. CFAQs for examples. Die größten Chamäleons der Meere. Einige Bilder haben schlechte Qualität. Ach, ja. Ja, okay. Jetzt ein Walrossbild sehen. Ja. Ich auch. Das hier sind Walrösser? Eindeutig. Und dann hier sind auch nochmal Walrösser auf einem auf einer steinigen Küstenlinie. Dann haben wir hier nochmal Walrösser anscheinend. Kleine Familie. Das heißt, das könnten Walrösser sein. Nee. Ja, ist die falsche Farbe, ne? 300 Meter. Ja. Es ist nicht nur die falsche Farbe, es ist, grün, es ist die falsche Art von Strand und es ist, das ist ein Sand. Und aber die können auch auf dem Sandstrand liegen. Ja. Ja, also schon, aber in Wahrscheinlichkeit. Ich meine, die Fotos sind wahrscheinlich nur aus Gebieten, wo es auch Walrosse gibt, oder? Nee, nicht zwangsläufig. Okay. Ja, und jetzt hier Waterpatches, Walrösser und rostige Fässer, Steine. Okay, wir muss halt aufpassen. Alles klar. Instruction Bar. So. Step 1 complete. Ja, now Step 2. How to identify and find Walross. Can you see the coastline? Achso, das habe ich eben schon vorgelesen. So, da sind wir durchgegangen durch diese Hilfe. Und jetzt Laurin, ich bin bei dir. Ich habe auch schildkrötenartige Dinge gesehen. Okay. Aber ich glaube, es sind trotzdem keine. Ja, aber wenn Giant. Das ein 200 auf 200... Genau, Giant, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja wieder wie Patagonia-Titan. Das ist jetzt 66. Das ist doch so eine Art Ableger von einem... Das ist doch Nilpferdgröße. Nee. Ja, das ist jetzt 40 mal 40. So reingesucht. Ja, das ist eine richtige Schildkröte. Das ist so ähnlich wie der Fund von dem Dinosaurier. Also ist das keine Walrosse. Kein Walross. Wir sollten das melden. Wir sollten das als Dinosaurier melden. Wir können nur Walross anwesen oder kein Walross anwesen. Oder schlechtes Bild. Inga, soll ich auch schlecht... Ich würde sagen. The artist is present. Nein, es ist kein schlechtes Bild. Es ist einfach kein Walross da. Wir brauchen da nicht lange drum rumreden. Das ist einfach kein Walross sein. Das ist gutes Bild. Ah, careful. Ja. There are two small tight groups of Walross in this image. Damn. Mein Gott! Wir versauen die ganze Forschung. Das ist ja der Test. Deswegen machen wir das ja. Wir dürfen nicht weitermachen. André, nein. Wir konnten nicht mal das Kinderspiel mit den Fischen. Nein,
Ich bin nicht mehr in der Lage, irgendwas gut zu erkennen. So, jetzt haben wir hier das nächste Bild. Wir lernen ja. Also hier ist irgendwie... Können wir einfach eine Sedimentbestimmung... Können wir in Sedimentbestimmung übergehen oder so? Sedimentbestimmung? Ohrenschmalzbestimmung? Hier, ich mach mal heller. Da ist irgendwie ein Fluss, der austritt. Ja, eben. Ja, kein Plan, Mann. Da würde ich sagen... Nee, das ist pure Image-Quality, oder? Das ist The Artist is Present. Ich weiß nicht. Ich bitte darum, mich nicht zu fragen. Okay, Julia. Ich glaube, das sind Steine. Kein ja. Plan. Ja, würde ich auch sagen, es ist irgendwie, da ist nichts irgendwie weiter. Und ich hätte jetzt gesagt, pure Image. Es ist doch zu groß. Darf ich kurz sagen, dass es sich bestimmt um Algen handelt? So wie, wisst ihr noch, als wir die Mikroskopaufnahme von dem Algenfutter gemacht haben und behauptet haben, dass da Algen... so ähnlich ist das hier auch. Das ist, it's a trap, das ist schon wieder sowas. Oh. Ich würde auf pure Image klicken. Ich bin gespannt. Ja, there aren't any walrus in this image, but there are dark water patches that may look similar to walrus. Okay. Oh. Also hatten wir recht. Ja. Nein, das sind wir doch gar nicht so, Loser. Das ist ein. Nee. What? Das ist ein schlechtes Bild. Das ist ein Poor Quality. Ja, ja. Das ist mega ein schlechtes cool. Bild, würde ich auch sagen. Das kann ja. Almost got sein. It. There's a small group of walrus gathered on the sandy beach, so with some individuals in the water. Ist das wirklich ein Bürgerwissenschaftsprojekt? Ja. Oder ist da irgendwie auch... Nein. Ist da eine, kurze Frage, ist da eine Altersangabe, ein Alkoholpegel, den man nicht überschreiten sollte und eine Uhrzeit angegeben, sodass man immer in so eine Idee hat, für wen das geeignet ist? Ja, das ist wahrscheinlich ab 10. Damit man hilfreich ist. Nein, nein. Aber hier deswegen... Yogi hat gesagt, dass wir jetzt die Negativprobe sind, dass jetzt immer die Bilder bewertet werden mit dem Gegenteil, was wir sagen. Ja, das könnte sehr und, hilfreich ja. sein. Und Frogaffel fragt auch, ob es eine Promille-Empfehlung gibt. Ihr könnt gerne heiter mitraten, ob da irgendwo ein Walross ist. Vielleicht hilft's. Also. So, jetzt gucken wir hier mal. Das ist ganz alles Walrosse. Alles nein, das ist eine Mikroskopaufnahme. Nein, das ist definitiv ein Luftbild. Okay. Das sind alles Walrosse da. Das ist alles voller Walrosse. Seht ihr die auch? Seht ihr sie auch? Ich sehe sie. Alles Walrosse. Alles Walrosse. Aliens. Ja. Ja, vielleicht auch Aliens. Aber die Option haben wir nicht, also müssen wir Walrosse sagen. Ich glaube, das sind Mitochondrien. What? Ganz schlechte. Ganz, ganz schlechte. Danke. Ja, Gesundheit auch von mir. Ich habe so eine verzögerte Reaktion von 30 Millisekunden. Ich glaube, wir müssen Inga gleich ins Bett stecken. Ja, aber ich glaube auch. So, du machst gleich so... Boah, ich würde sagen, hier sind keine Walrosse, aber... sind Walrosse. Es sind Walrosse, okay, Walross. Terrific. You are able to spot several Walross gathered on the sandy beach. Where the fuck? Wow. Was ist da, das? Da, die ganzen Boppel da halt. Das da. Ja. Okay. Ja, ja. Oder auch. Das ist doch alles voller Walrosse da. Ja, alles voll mit Walrossen. Ja. Ey, ganz ehrlich, das ist doch. Das ist doch nicht voll ernst, random, ja. oder? Also, ich meine, wenn da Steine liegen, das kann man doch nicht auseinanderhalten. Nee, und da würde ich jetzt sagen, das hier sind Steine. Na, das bist du dir ganz Walrosse. Sicher? Das sind alles Walrosse. Aber die Steine sehen so aus wie. Okay, es sind alles Walrosser. Ja. The walrus is present. Don't worry, this one is a bit tough. There aren't walrus located in this image. There are dark-colored rocks that can be mistaken for walrus. Hey, André, kann man da irgendwie den Fortschritt so zwischenspeichern? Dann können wir beim nächsten Mal einfach weitermachen. Und nee, wir machen das beim nächsten Mal nochmal. Dann gucken wir mal, ja. ob wir besser geworden sind. Ja. Ich fühle mich ein bisschen verarscht von dem Spiel. So, das sind Steine, nee, das sind Walrosse. Aber weißt du, ich finde das richtig doof. Die haben am Anfang einmal irgendwie so eine Theorie erklärt, aber dann, die nehmen einen nicht an die Hand und sagen, guck mal hier, du musst darauf und darauf jetzt in diesem Bild sie nehmen mal als uns jetzt Beispiel. Bei diesen Beispielen an die Hand.
weil sie geben uns ja nach jedem Bild Feedback. Aber ja, du hast recht. Ja, aber nicht das könnte da, man guck schöner mal hier, machen. Achte darauf, achte mal hierauf und ja. Ich fühle mich jetzt nicht so an die Hand genommen, aber es kann auch an, einfach an meinem Übermüdigkeitszustand sein. Zustand liegen. Wollen wir einen Sack dann zumachen? Nee, sagen wir mal so, ich würde mir dieses Stück Land nicht kaufen. Das sieht mir zu unaufgeräumt aus. Ja, das ist ganz schön müllig. Ja. Ja. Das ist doch... Auf jeden Fall sind hier überall Walrösser, würde ich sagen. Was? Nee, ich sehe keine. Ich sehe da auch keine, aber das, also ich bin ja auch nicht, fragt mich nicht. Sweet, you got it. There are not walrus. There are rusty barrels and other industrial refuse. Mhm. Nee. Ach Mensch, das sind ja rote Walrosse. Die haben doch gesagt, dass sie die Farbe verändern. Sind wahrscheinlich sind rote Walrosse. Sind alles Walrosse. Genau. So viele. Alles abgeschlachtete Walrosse. So viele. Ja, so Tausende. Die haben doch auch gesagt, Tausende, dass es da Tausende gibt. Ja, ja. Alter. So viel habe ich mir gemerkt. Sagen wir Walrus present. Das schaut aus wie so ein Ameisen. The Walrus is present. The Walrus. Great, this is a large haul out of Walrus congregating on the beach with several individuals in the water. Ich glaube, wir haben eine sehr steile Lernkurve gerade. Wir haben zwei Sachen hinterher. Ja, Walrösser! Walrösser! Ja, das sind Walrösser! Walrösser! Walrösser, ja. Da sind Walrösser! Ja. You got it! There's a haul out of Walrus on the Grey Sandy Beach. Okay. Okay, fängt doch an, Spaß zu machen. Natürlich sind das Walrösser. Ich würde sagen, nein, das ist eine steinische Küste. Eine steinische Küste. Ja, steirisch. In der Steiermark, genau. Steirische. Wir gehen jetzt ins Bett, Leute. Ich habe nur Tee getrunken. Ich finde, es lief gerade. Ich habe nicht mal Bier gehabt. Ja, genau. There sind no Walrus is present hier. Great observation skills. There aren't any walrus in this image, but you can see there are pale rocks that can be mistaken for walrus. The artist is not present. Das ist ein poor image quality. Darf man das mal sagen? Ja, darf man sagen. You click the right option. Ja. Sometimes you will see image clips covered in clouds, like this one. If you cannot see anything through the, then select poor image. Das läuft aber auch. Walrösser, ganz viele. Ja, ja, ich bin auch voll für Walrösser. Walrosse oder Rösser. Alles ist egal. Voll davon. The walrus is present. It's present. Great job. You can see there are several walrus gathered on the rocky shores. Wie kann man eigentlich innerhalb von 2 Minuten sich, das ist ein poor image. Aber da sind Walrösser. Ja, aber es ist trotzdem ein poor image. Würde auch keiner so sehen. Walrösser. Ja, ich würde auch sagen welche, aber es ist trotzdem poor image. Great observation skills. You are able to see several walrus gathered on the beach partially hidden behind a cloud. Wir werden zu Experten. Und noch vor 3 Minuten hätte ich gesagt, wir haben keinen Plan. Ja. Okay, das hier ist jetzt... Guck mal. Humpalucky schreibt, das Ganze nüchtern zu ertragen, ist schon hart. Aber das Ding ist, dass wir sind auch nicht betrunken. Also André hat gar nichts getrunken. Nee. Und Inga und ich haben ein Bier getrunken. Also ich bin übermüdet, dass it shows. It shows, ja. So, und hier würde ich sagen, there is no walrus present. Wir sind im Space, oder? The artist is not present. The artist is not present. Das hier sind Steine. Die. Hört aus wie Weltraumschrott. Perfect. Although satellites were focused on capturing the coast, sometimes you will see images of only the sea. Labeling all the images where no walrus were found is an important part of this research. Okay. Ich möchte übrigens zur Völkerverständigung zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften beitragen. Und ich schicke euch jetzt einfach mal den Link zum Thema The Artist is Present, weil ich das hier immer sage. Ja. Ist von Marina Abramović. So. Da gibt es sogar einen Netflix-Film drüber. Ist eine ganz, ganz großartige Künstlerin. Okay. So.
Das sind Walross, Rossi, wenn, genau, da wo du eben warst. Wenn, dann die da, ja, das da, aber auch schon ein bisschen weit weg vom Strand, oder? Die sind doch eigentlich faul. Ja. Warum sollten die so weit weg da vom Wasser Und sind, da sehe ich sein jetzt auch da? nicht so walrossförmiges. Ich hätte jetzt gesagt, das könnten Nee. eher Fässer sein. Da würde ich sagen, no walrus is present. Ja, hast du möchtest du da intervenieren? Ich wurde gerade von Horst, mir wurde ein Promille bescheinigt, einfach durch zu wenig Schlafen. Ich würde sagen, da sind wir hier, aber 2 Ich, zu 1, ey, also. du bist Meeresbiologe, dann hast du recht. genau. So. Also, wir folgen Julia, sagst du Inga. Ja. Sometimes the color can fool us. There aren't Da walrus hast du in this nicht recht. image, but in fact rusty barrels. Ja, so ist das halt. Poor Image. Expertenversagen. Poor Image. Keine Ich Walrösser. hätte Poor jetzt gesagt, Image. das sind keine Walrösser. Nein, das stimmt. Ich finde aber das Bild auch nicht gut. Ja, Aber das es geht stimmt, aber nicht. das ist immer Nebensache. Genau. Nur wenn du nichts erkennen kannst, ist Poor Image, aber du kannst halt was erkennen. Ja, aber ich finde es einfach nicht schön, also aus ästhetischen Gründen. Ja, darum geht es nicht immer. Ich weiß. There are no walrus present. You selected the right option. To help in the future with images that may be dark, you can use the tools next to the image to change the brightness. Once you increase the brightness, you could see that there are no walrus. Ach ja, Das das hier, sind Walrosse. das sind Walrösser. Jawohl, endlich mal wieder. The walrus is present. Yep, you got it. This is a haul out of walrus on a gray sandy beach with some individuals in the water. Oh, ich glaube, ich habe hier eine Diskussion zum Thema The Artist is Present angefangen. Und zwar? Ja. Willi Willkür sagt, Völkerverständigung mit Geisteswissenschaften, da gibt es doch bisher nicht mal einen Nicht-Angriffspakt. Keine Ahnung, also ich mag Geisteswissenschaften. Und dann schreibt Yogi, Moment, Menschen stellen sich an, um sich anschauen zu lassen. Nee, jein. Also das ist eine Performance-Künstlerin, die ganz, ganz viele verschiedene Arten von Kunst schon gemacht hat und es ist immer in Interaktion mit dem Publikum gewesen. Und das Besondere an The Artist is Present ist unter anderem, dass die war zusammen mit einem anderen sehr bekannten Künstler und hat sich dann von dem auf einer Reise getrennt und total dramatisch, so wie Künstler halt manchmal auch so sind. Hat ihn seitdem so 20, 30 Jahre gefühlt nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, wie lange das war. Und der ist dann zu ihrer Performance gekommen und hat sich ihr gegenübergesetzt. Und der Trick war, sie machte immer Dinge, wo sie nicht geredet hat. Und sie hat in einer Session hat sie sich einfach hingestellt und hat gesagt, ihr könnt alles mit mir machen, was ihr wollt. Das musste dann natürlich irgendwann abgebrochen werden. Das ist fast wie so ein Experiment gewesen. Aber das mit The Artist is Present, da hat sie einfach stundenlang, ich glaube, im MoMA gesessen. Und hat dann nichts gemacht und die Leute nur angeguckt und die sind einer nach dem anderen zu ihr gekommen und die haben sich nur in die Augen geschaut. Und natürlich ist es was man jetzt ein bisschen so, keine Ahnung, Kunst und was soll das sehen kann, aber dann war ihr ehemaliger Freund auch da. Und das war ein sehr emotionaler und sehr interessanter Moment, der natürlich gefilmt worden ist, weil es war ja, also sie ist sehr bekannt für ihre Kunst, berühmte Kunstmomente. Ja, und da ist. Würde ich sagen, the walrus is not present. Um zurück zum Thema zu kommen. Das Oh hier sieht nicht nein. nach Walrössern aus. Nee. Shetland-Ponys. Sehe ich doch von hier. Okay. Nein, Shetland-Ponys keine sind keine Ahnung. Walrösser. Ich You weiß did nicht. good. There aren't walrus in this image, but instead there are rocks. Dann geht denn dieses Tutorial eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube, wir werden niemals das Tutorial verlassen. Walrösser. Die werden uns niemals auf echte Daten Ja, zu auf schlecht jeden machen. Fall. Sieht es so aus, als ob man hier lange trainiert wird. Was ist das da in der Mitte? Das ist. Also, Meinst du, das sind es sieht ein Walrösser so bisschen. weit weg vom Nee. Strand? Keine Ahnung, ja, stimmt, weiß nicht. Ich Und finde schon, hier? dass sie aussehen wie Walrösser, aber ich finde Ja, die auch aber ein hier bisschen zu unten weit ist weg, ja. dasselbe Ja, Braun. stimmt. Das ist einfach nur ist ein braun. Argument. Ist ein Argument. Ich hätte gesagt, sie sind nicht präsent. Ja, nee. Nee. There you go. There aren't walrus in this image, but instead. There is some Die brown andere. vegetation patches that can be mistaken for walrus.
Poor Image. Ja. Das ist nichts. Ja. Da ist nichts. Das ist doch was vom Mars. Da sehe ich doch noch, wie da der Rover rumgefahren ist. Oben mittig da im Kreis. Ja, also, no worries. Great, sometimes we will see images of only land, where rovers are unlikely to be. Labeling all the images where no rovers were found is an important part of this research. Oh, und hier da haben wir wieder Wenig Walross. Wenig Walross. Das ist eine alleinerziehende Walrossmutter mit zwei Kindern oder so. Ja. Perfect, there's a small haul-out of Walross on the side. Ja. Step 3 complete. Hey, gar nicht so schlecht. Congratulations, you are now ready to search for Walross. Don't worry if you got some wrong. Remember, if you think you see Walross, click Walross present, as other users and scientists will also review those images. Okay. Mhm. Wir haben es geschafft. Aber Leute, ja, sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Ich bin auch müde. Ja. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Ja. Damit war es das. Finde ich auch. Gut, wir können ja beim nächsten Mal gemeinsam auf Walross-Jagd gehen. Ja. Bilderjagd. The Walrus is present. Wir auch. Ja, wir auch. Und wir sind präsent am... Oh, wir haben einen Termin. Ich glaube, der 3.11. um... Donnerstag, den 4.11. Ja, 4.11, 20 Uhr. Richtig. Donnerstag, der 4.11. um 20 Uhr machen wir hier wieder Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Vielleicht gucken wir Walrösser an. Wir gucken mal, was wir noch so haben. Ihr könnt Wünsche uns schicken. Wir haben, das hat dieser Nightbot ja auch ständig gesagt, wir haben eine Website, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben und wir müssen auch einen Discord-Server haben. Wir haben auch einen Discord-Server. Ja. Ja. Warum funktioniert das? Dankeschön, dass ihr da wart. Warum funktioniert das nicht? Das kann ich dir nicht sagen, das hast du selber programmiert. Ich habe das. Ja, schön, dass so viele da waren. Genau. Ja, ist echt mega, mega cool. Danke, dass ihr das durchgehalten habt. Also ich hätte es fast nicht durchgehalten, aber irgendwie doch. Das liegt allerdings auch an André und Julia. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Genau. Also 4. November geht es hier weiter. Morgen, wer Lust hat, jetzt muss ich kurz Werbung machen. Ja, macht schamlose Eigenwerbung. Genau. Unter twitch.tv/anderelampe. Da gibt es morgen Dienstagspolitik und endlich ist mal der Tag gekommen, wo wir einen Abend mit Romy und André mache. In der Dienstagspolitik spreche ich sonst mit... Macht ihr das nicht immer? Bitte? Macht ihr das nicht immer? Mit Romy? Entschuldigung, ich habe keine Ahnung. Ja, ich dachte, du bist immer mit Romy unterwegs. Ja, richtig, ich bin immer mit Romy unterwegs und morgen spielen wir kein Spiel, sondern quatschen nur darüber, wie wir da hingekommen sind. Ein Spiel spielen wollen. Das, was ich gerade erklären wollte, bevor du mich unterbrochen hast. Inga. Oh, Entschuldigung, André, ich doch bin nicht schlimm. So müde. Du bist so müde. Doch. Du bist so müde. Schlimm. Ja. Oh Gott. Morgen bei mir ein Abend mit Romy und André. Wir quatschen darüber, wie wir das geworden sind, was wir sind, warum wir das tun, was wir tun. Und ihr könnt uns auch Fragen stellen. Und wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Der nächste Plötzlich Wissensstream. Donnerstag, 4.11. Und jetzt ist vorbei. Ich bin jetzt ruhig. Und ja. Inga, sag das Wort morgen einfach was über Walrösser. Ja. Fragt ihn morgen einfach irgendwas über Walrösser. Das beantwortet er sehr gerne. Politischen Staatsstrukturen von Walrössern. Ja, wie das Matriarchat bei den Walrössern funktioniert und ob man das übertragen kann auf irgendeine Politikform oder ob das vielleicht im alten Griechenland sowieso schon eine Staatsform war. Ich muss ins Bett. Inga. Es war toll, dass ihr da wart. Danke. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Macht es gut. 4.11. 20 Uhr. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.